geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und naja, was soll ich euch jetzt sagen? In letzter Zeit kam halt kein Video, weil ich war beschäftigt mit Lernen. Und zwar habe ich gelernt, ein guter YouTuber zu sein. Und Regel Nummer 1 davon ist, einen darauf zu geben, was meine Community will. Ihr wollt unbedingt Videos und ich uploade einfach mal 3 Wochen keine. Was habt ihr eigentlich so in den letzten 3 Wochen gemacht? Habt ihr endlich euer Leben in den Griff bekommen? Falls ja, dann war's das jetzt auch erstmal damit, weil Bennard ist back in the game und jetzt kommen wieder regelmäßig Videos. Geiler Geburtstagskuchen. Sie ist selber schon mies abgefuckt von diesem Ding. Junge, wer hat den Sch**t gebacken? Ich glaube, sie erschlägt ihre Eltern gleich damit. 3 Jahre Einzelhaft, nur wegen Kuchen. Ich habe da so einen Dating-Coach gefunden, okay? Und das ist halt Mr. Dating höchstpersönlich, par excellence. Eine Hammer-Lady in deiner Wohnung und du würdest sie gerne küssen, damit das Ganze dann auch weiterführt. Cooler Tipp ist, wenn ihr einfach nebeneinander sitzt und dann legst du deinen Kopf so auf ihre Schulter und dann sagst du, du bist cool, ich mag dich. Passt rüber so zu ihr, passt dir durch die Haare und dann kannst du sie küssen. Mega geiler Tipp, hab jetzt eine einstweilige Verfügung. Ja, Bro, ey, ich weiß echt nicht so, ob das der perfekte Tipp ist. Anleitung ungenau, darf mich jetzt bis auf 300 Meter keiner Grundschule nähern. Wow, 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 jetzt hast du was falsch verstanden hier. Lass den Sch**, Bro. Also, Fabian Drechsler. Ich glaube nicht so, dass sein Programm das hält, was es verspricht. Zur Traumfrau in 8 Wochen. Na, nee, nee, nee. Aber wir gucken mal, was der Typ noch so auf Lager hat als Dating-Coach. Richtig coole Art, wenn du mit einer Frau Händchen halten möchtest. Klar, du kannst einfach ihre Hand nehmen. Warum hört er sich eigentlich so an wie Moneyboy? Ich sehe, du hast ein bisschen Eis. Du musst doch selber abschätzen, was jetzt so ein richtiger Zeitpunkt ist. Du siehst dann eh auch, ob sie Lust darauf hat. Aber ich finde es ganz cool, wenn ich zum Beispiel aus einem Date mit der Frau gehe, aus dem Pub oder so am Abend. Fresh aus dem Pub. Klar, wo soll man sonst gewesen sein, ne? Erstmal im Pub eine Runde abchillen. Geh aus dem Pub oder so am Abend, sage ich noch sowas wie, hey komm, häng dich ein, so, dann kann sie sich einhängen. Und nach so einer gewissen Zeit wird dann eh der Arm so ein bisschen müde und du merkst, ihre Hand geht so ein bisschen runter. Und dann gehst du mit deiner Hand einfach auch runter und hältst ihre Hand. Super easy way, wie du dann auch Händchen mit ihr halten kannst. Super easy way, sagst du, ja? Nein, ich lecke ihre Hand an und verschwinde danach im Wald. Im Laufe der nächsten Tage erhält sie dann immer anonyme Geschenke von mir. Tote Eichhörnchen zum Beispiel. Ey, was ist los mit dir, Bro? Du bist ja völlig krank, hör auf mit dem Sch**. Ja, naja, die Tipps von dir, Fabian, waren jetzt wirklich nicht so das Gelbe vom Ei. Aber ich werde es bestimmt irgendwann mal austesten, Bro. Wer von euch jetzt bei diesem Clip lacht, ist gottlos. Ich hab nicht gelacht, for real, for real. Ich bin ja nicht gottlos, im Gegensatz zu euch. Ekelhaft. Oh, hey, guck mal, da kommt ein süßer Pudel. Damn. Den Bre hat's echt durch die Kante gehauen. Wo wir gerade schon so über coole Tiere talken, ne? Bruder, gönnt euch mal dieses Hühnchen. Also eigentlich ist das der sichere Tod. R.I.P. Du wirst zu Hot Wings verarbeitet. Aber dieses Huhn macht das Unmögliche möglich, weil es an sich selbst geglaubt hat. Krokodile 0. Huhn 1. Ey, ey, ich hab mir letztens nichts gedacht und hab mal entspannt in meine Instagram-Direktnachrichten geguckt. Moin, Bennard. Was für Bennard? Bennard mit A. Kannst du bitte mal? Wie mal? Wie, was ist los? Was für mal? Wie schreibst du? Ein Video machen über unseres. Wäre nett. Was für wäre? We are nett. Was, Bro? Was ist los bei dir? Alles gut? Auf dein Kanal. Ey, yo, Leute, ich kann einfach das. Oh my God, bro. Oh, hell no.
Wollt ihr mich verarschen? Sag mal, was ist das? Das sind also meine Zuschauer. Das seid ihr. Alles gut? Ich mach direkt wieder 3 Wochen Pause. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Nee, danke auf jeden Fall für die Nachricht, Bro. Wirklich, danke. Ich hab hier ein Geschenk für dich. Hier, nimm den Duden. Viel Spaß beim Lesen. Ihr kennt doch auch diese Klimaaktivisten. Also nicht verwechseln. Ich meine die Klimaaktivisten und nicht Klimaaktivisten. Ja, genau die hier, die sich ohne Sinn auf die Straße kleben. Die Armen, als hätten die nichts Besseres zu tun in ihrer Freizeit. Und um sich richtig festzukleben, braucht man halt auch seinen Kleber, den man extra mitgenommen hat, um seine beiden Hände auf den Boden zu klatschen. Ist ja logisch. Tja, nur zu schade, wenn man nur eine Hand festklebt und der Kleber plötzlich wegrollt. Oh, kommen Sie nicht mehr ran? Das ist jetzt schlecht, ne? Sie kleben da. Oh, das tut mir aber leid. Also mir tut das gar nicht leid. Wie bitte? Ich kann nicht sehen, dass ich das leid tue, aber das macht. Ja, das tut mir absolut leid. Ich komme Ihnen mal ein bisschen entgegen. Komm, wir versuchen's. Jetzt nochmal probieren. Hier, hier, nimm doch den Kleber. Komm, 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 nimm den Kleber. Oder kommst du etwa nicht dran? Schade, wirklich sehr schade. Also ich finde, der Typ hinter der Kamera hat nichts falsch gemacht. Er hat vorbildlich gehandelt, so wie man halt in so einer Situation handeln muss. Ich frag mich, wie lange er das noch so gemacht hat mit ihr. 2000 Jahre später. Jetzt nochmal probieren. Bro, was ist das für eine Wasserflasche? Stellt euch mal vor, ihr nehmt das Ding mit in die Schule und fangt dann mitten im Unterricht an zu trinken. Wow, stark. Sehr gut. Einfach halben Tsunami ausgelöst. Lifehack. Okay, kann man da jetzt vielleicht sein Handy reinpacken und Filme schauen, wenn man hinten sitzt, oder? Was zum F***? Das ist ja mal der geilste Lifehack, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Wow, ich kann es kaum erwarten, den Trick beim Auto von meinen Homies auszuprobieren. Oder beim Auto von meinem Vater. Aber jetzt mal Real Talk. Was ist das für eine Scheiße? Ich zeige euch jetzt mal einen echten Lifehack, der auch nützlich ist. Und zwar kennt jeder die Situation. Ihr seid in der Schule, mitten im Unterricht, alles ist still. Die Lage ist angespannt. Und plötzlich merkt ihr, wie ihr geisteskrank scheißen müsst. Also wirklich dieser eine gottlose Furz, der einfach raus muss. Man kann jetzt entweder den Furz verkneifen oder geht halt schnell vor die Tür. Aber da muss man auch am besten weit weg. Nicht, dass die Leute im Klassenraum das durch die Tür so hören. Ja, oder man benutzt einfach diesen krassen Lifehack. Man macht einfach ein lautes Geräusch, man hustet oder man lässt etwas fallen und genau im gleichen Moment, wo der Gegenstand auf den Boden aufprallt, lässt man seinen Furz raus. 100% Erfolgsgarantie. Oder halt 99% Erfolgsgarantie. Oder halt 98% Erfolgsgarantie. Ja, oder 97%. Scheiß drauf. Solange ihr euch nicht einscheißt, ist alles okay. Ach du Scheiße. F. F in die Kommentare für einen gefallenen Bruder. Man sieht den Schmerz in seinen Augen. Hi everyone, this is what I'm. Junge, das bin einfach ich, wenn ich in Englisch irgendwas vorstellen muss. In der Pause vorher bin ich noch so drauf. Und dann, sobald ich vor der Klasse stehe und reden muss, verhalte ich mich genauso. Color T-Shirt, black shorts and red socks. And I welcome any comments. Bye.
Bye. Ja, genau. Bye, bye. Freunde, ey, ich hatte wirklich riesengroßen Spaß an diesem Video und ich hoffe, ihr auch. Falls ja, dann haut auf den Daumen nach oben und abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns.